So, ja, da bin ich wieder. Heute ist der 21.01.2011. Es ist gerade 23.14 Uhr, also sehr spät. Die letzten Tage habe ich kein Video aufgenommen, weil ich eigentlich keine Lust hatte, beziehungsweise keine Zeit dazu und keine Lust. Und heute hatte ich einen sehr langen Tag gehabt. Ich habe heute wieder 10 Stunden gearbeitet, was eher so mittelgut gewesen ist. Ich habe so vielleicht, ist auch egal, wie viel ich verdient habe, auf jeden Fall mittelfristig gut. Ich habe viele Sachen letzte Woche gemacht. Ich habe eine Bestätigung noch fürs BAföG gekriegt. Ich habe das polizeiliche Führungszeugnis zurückgekriegt. Ich warte jetzt noch auf die Bestätigung aus Brasilien vom Notar, dass ich eben dort eingeladen bin. Dann kann ich nächste Woche zum Visum beantragen gehen. Hoffentlich kriege ich das jetzt noch heute oder morgen, beziehungsweise heute wahrscheinlich eher nicht mehr, aber heute, morgen oder Sonntag. Ich habe jetzt noch knappe 8 Stunden, bis ich zum Flohmarkt losfahre. Das heißt, ich habe jetzt knappe 7 Stunden theoretisch, bis ich aufstehen darf. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch die nächsten 2 Stunden hier ein bisschen räumen, die Sachen für den Flohmarkt vorbereiten. Werde morgen hoffentlich auf dem Flohmarkt auch arbeiten können, also nicht arbeiten, lesen können meine ich. Und ja, eben gerade ist mir was richtig Tolles passiert. Ich habe meine ganzen Sachen sind so weit wie, also meine Trainingssachen sind jetzt alle so weit wie weg. Und es kam einfach ungemeldet um 22.10 Uhr hier jemand vorbei, klingelt an meiner Tür. Ich hatte eigentlich keine Lust, ihr hört auch dadurch, dass ich eben arbeiten war, im Promoter bin, viel geredet hat, klingt meine Stimme ein bisschen anders als sonst. Und ich hatte eigentlich gar keine Lust auf Besuch und der hat einfach geklingelt und kam vorbei. Natürlich habe ich ihn empfangen, weil ich natürlich das verkaufen wollte, aber naja. Gestern wollte ich eigentlich die ganzen E-Mails checken, die ich gekriegt habe wegen meinen anderen Sachen, wie zum Beispiel der Couch hinter mir, die ihr natürlich nicht seht, aber ist auch egal. Also übrigens, hallo Mutti, hallo Fadi, falls ihr mal zuguckt. Ist ja alles umgeschnitten, kann ich ja ruhig mal sagen, kann mir eh keiner verbieten, ne? Ja, ich habe jetzt soweit all meine Trinksachen verkauft. Sieht so aus, als wenn viele Leute an meiner Waschmaschine, Geschirrspüler, an meiner Couch interessiert wären, auch an meiner Mikrowelle. Werde dann wahrscheinlich die nächsten Tage oder morgen Abend, ich muss mal gucken, auch noch meine Möbel nochmal hinsetzen, weil die Aktion an der Uni, die Sachen auszuhängen, hat so viel gebracht wie ein feuchter Furz, gar nichts, außer ein bisschen Dreck in der Hose und Aufwand. Wie geht's mir? Ich bin fertig, ich bin müde, ich habe keinen Bock mehr, ich muss morgen früh aufstehen. Arbeit war heute halt nicht so toll gewesen, wieder von Leuten beleidigt worden und so weiter und eigentlich einen halben Tag nichts gemacht und dann erst am Ende des Abends ging halt etwas auf Arbeit. Das heißt, ich werde halt nicht auf Stundenlohn bezahlt, sondern ich werde nur bezahlt, wenn ich halt Sachen schreibe. Ich bin halt auf Provision und es hat mich halt heute übelst genervt und so weiter. Und ansonsten, ich überlege, ob ich nicht vielleicht Spiegel oder irgendwas anschreibe. Ich denke mal, das werde ich auch morgen oder Sonntag noch machen. Ob die nicht vielleicht Interesse daran hätten, wenn ich halt nach Brasilien gehe. Wie geht's mir sonst? Es fällt mir halt alles insgesamt schwer. Auch mit meiner Freundin, die ich jetzt noch habe. Und ja, es ist halt insgesamt ja, komisch. Sonst, außer meine Freunde, haben bis jetzt meine Videos kaum einer geguckt. Ist ja eigentlich auch in dem Sinne egal. Solange es meine Eltern halt sehen können, dann wissen die halt, wie es mir ungefähr gegangen ist. Ich habe noch extrem viel zu tun, mir ist viel bewusst geworden, dass ich eben wenig Zeit habe und so weiter. Ich habe am Donnerstag den KfW-Kredit gestartet sozusagen, der kommt erst ab März. Da mir mein toller KfW-Berater nicht gesagt hat, dass ich bis zum 15. die Sachen einreichen soll, toll, Dankeschön nochmal dafür. Ne? Und ich habe gestern meine Krankenversicherung für Brasilien noch bekommen, die 300 Euro gekostet hat, toll. Ja, total billig. Ja gut, im Endeffekt ist es billig, aber trotzdem. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt nur ein Notebook für 600 Euro oder 500 Euro kaufen, weil was anderes kann ich mir nicht leisten. Ansonsten kratze ich am Boden und darf nur Steine essen, damit ich satt werde. Ansonsten, ich muss jetzt die nächsten Tage alles verkaufen. Morgen gehe ich, wie gesagt, auf den Flohmarkt, Sonntag auch. Ich muss mal gucken, ob ich morgen oder Sonntag nochmal eine Zeit finde, eben irgendwie noch ein Video zu machen. Ansonsten geht es mir soweit gut. Ich bin nicht krank. Ich habe jetzt immer trainiert, dass ich wenigstens ein bisschen pennen kann. Und ich habe halt viel im Kopf. Und viele Sachen, die ich noch zu tun habe. Ich muss noch viel lernen. Morgen hoffentlich auf dem Flohmarkt auch. Und ich muss halt gucken. So, und damit dieses Video nicht über 5 Minuten geht, werde ich jetzt auch gleich Schluss machen. Und ich hoffe, es wurde alles aufgenommen. Ansonsten, ich bin gesund. Ich hoffe, ihr seid es auch. Nochmal, hallo Mutti, hallo Fadi. Und ich habe euch lieb. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.